So, zu Beginn der neuen Woche möchte ich euch noch einmal erinnern an den Bibelvers, an die Verheißung, an das Versprechen Gottes, was ich euch am Freitag gesagt habe. Und ich hoffe, dass du am Wochenende ein bisschen darüber nachdenken konntest. Ein Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und er hat ihn dir auch für die kommende Woche nicht gegeben. Und er wird ihn dir auch übernächste Woche nicht geben. Sondern was er dir geschenkt hat, ist ein Geist der Kraft und ein Geist der Liebe und ein Geist der Disziplin. Den hast du, wenn du Kind Gottes bist, das setze ich mal voraus, und dass du den Heiligen Geist in dir hast. Und das ist dieser Geist der Kraft, der übrigens auch in Gott, in Jesus wirkte und ihn vom Tod auferweckt hat. Das ist dieser Geist der Kraft, der steckt auch in dir. Nicht nur 10% oder 1% oder 80%, sondern 100%. Es ist der Geist der Liebe. Es ist der Geist der Besonnenheit oder Disziplin, was immer es ist. Und das darfst du mit in die Woche nehmen. Und du musst Gott nicht bitten um Kraft und um Liebe und um Disziplin, sondern du solltest es so annehmen und sagen, danke Herr, wenn du so in die Woche hineingehst. Ich weiß nicht, ob du den Podcast jetzt Montagmorgen hörst oder am Nachmittag oder am Abend, immer noch immer. Also nochmal die Erinnerung daran. Und es ist so wichtig, dass wir das immer und immer wieder hören. Manchmal sagen wir Menschen und sagen, ja, das weiß ich doch alles. Ja, Wissen ist das eine. Verarbeitet haben im Leben ist das andere. Wir wissen so viel. Und wir denken auch so viel zu wissen. Aber ob wir wirklich es verarbeitet haben, ob es in unserem Leben Raum hat, ob es wirklich uns geprägt hat, ob es uns verändert hat, ob es unser Denken prägt, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, das ist nochmal was ganz anderes. Deshalb möchte ich euch immer wieder an Dinge erinnern, die wir eigentlich fast alle wissen, aber es macht mich nicht müde, dich daran zu erinnern. Das Zweite, was ich im Vorfeld sagen möchte, es gibt ein Buch, ich möchte mal wieder ein Buch empfehlen, von Peter Scazzaro. Er hat ein Buch geschrieben, unter anderem mit dem wunderbaren Titel Glaubenshelden und Seelenzwerge. Und dieses Buch hier, das Paulus-Prinzip, geht auf vieles von diesem Buch nochmal drauf ein. Es geht darum, dass wir geistliche Reife, also so Glaubenshelden werden können, nur wenn wir auch seelisch gesund leben, wenn unser Innenleben in Ordnung ist. Viele Menschen sind wirklich Seelenzwerge geblieben. Man darf sie nicht schräg angucken, man darf sie nicht komisch angucken oder mal hinterfragen. Dann bricht für sie eine Welt zusammen und sie wollen trotzdem irgendwie geistlich reif sein. Und Peter Scazzaro sagt, und ich meine zu Recht, dass beides muss Hand in Hand gehen. Hat viel mit unserem Charakter zu tun, mit unserer Prägung, auch mit unserem Thema Herrschen im Leben. Und er zählt das in diesem Buch wunderbar auf. Er hat es am eigenen Leib erfahren müssen, dass er nach außen hin ein toller, erfolgreicher Pastor war und gedacht hat, er baut eine tolle Gemeinde auf, bis er merkte, er hat zwar eine große Gemeinde, aber sie sind alle irgendwie Seelenzwerge geworden und alles ist zusammengebrochen. In seinem eigenen Leben ist alles zusammengebrochen. Seine Ehe stand vor dem Aus. Und deshalb ist es ein Mann, der weiß, wovon er schreibt. Und wir werden uns in den nächsten Wochen auch immer wieder, werde ich ein Stückchen hier Hilfe aus diesem Buch holen, weil er diese ganzen Bereiche auch beschreibt, wie wir wirklich in unserem Innenleben, also das, was unter der Oberfläche ist, das, was Menschen nicht sehen, aber das, was uns antreibt, was in unserer Seele steckt, was an Motivation da ist, was an Prägung da ist, alles das, was so unter der Oberfläche ist. Wir leben ja oft nur den kleinen Bereich des Eisberges aus, aber darunter ist ein riesengroßes, ein großer Bereich, wo wir hingucken müssen. Und das gilt für unser Thema, wenn du lernen willst, im Leben zu herrschen. Also die Bereiche, die man sieht, wo wir in der Öffentlichkeit sind, wo wir in der Familie sind, wo wir unsere Sexualität ausleben, wo wir unser Geld hingeben, alle Bereiche so unseres Lebens, die wir uns ja anschauen wollen, wenn wir lernen wollen, da wirklich zu herrschen, müssen wir einen Blick unter die Wasseroberfläche tun.
Das ist nicht so leicht und das sind auch nicht so Tätschel-Einheiten, auch in dem Buch nicht, sondern es geht da wirklich schon ums Eingemachte. Und trotzdem sind die Fragen, denen wir uns stellen müssen, ganz, ganz hilfreiche Dinge. Und ich habe mir gedacht, ich fange mit dem Bereich mal unserer Beziehungen an, in dem wir leben. Ich weiß, beziehungsweise ich weiß nicht, in welchen Beziehungen du gerade lebst, ob du verheiratet bist, mehr oder weniger glücklich, ob du geschieden bist, ob du noch nicht verheiratet bist und darauf zugehst, ob du verwitwet bist oder was immer es ist. Oder ob du einfach Single bist und lange Zeit keine Beziehung, keine eheliche Beziehung hattest. Aber wir leben ja alle irgendwo in Beziehungen, in Freundschaftsbeziehungen mit Menschen. Ich hoffe nicht, dass du ein einsamer Wolf bist, der nur zu Hause alleine eben ist. Sondern irgendwo leben wir in Beziehungen, auch am Arbeitsplatz, in der Gemeinde natürlich auch. Und ich möchte mit euch ein bisschen hingehen, wie wir lernen können, unsere Beziehungen so zu leben, dass wir darin reif werden, dass wir darin wachsen, dass wir darin auch wirklich herrschen im Leben, dass unsere Beziehungen uns gut tun und dass wir einen guten Teil dazu tun, dass andere uns auch genießen können. Dass wir gern gesehen sind, dass Menschen gerne mit uns Zeit verbringen, dass Menschen gerne einfach mit uns zusammen sind, weil wir ihnen gut tun. Und das macht ja Beziehungen letzten Endes aus. Ob es die klassische Ehe ist oder ob es eine Freundschaftsbeziehung ist oder was immer es auch ist. Und wir werden immer, wenn wir diese einzelnen Dinge betrachten, wie jetzt Beziehungen, ein Stückchen zuerst mal zurückdenken, und sagen, wer hat mein Verständnis von Beziehungen geprägt? Wer hat geprägt zum Beispiel, wie ein Vater ist? Wenn du Kinder hast und wenn du in einer Familie bist und wenn du in einer Ehe bist und selber Vater bist oder Mutter natürlich auch. Wer hat dieses Urbild des Vaters und der Mutter in dir geprägt? Das sind vielleicht schöne Fragen und dass du sagst, ja, ich hatte einen super Vater, also das war der Mann der Männer und ich bin heute noch in ihn verliebt oder so. Es kann sein. Oder dass du sagst, oh Martin, an den hättest du mich jetzt nicht erinnern dürfen. Und genauso mit der Mutter. Aber das waren prägende Menschen in deinem Leben. Sie haben es dir beigebracht, wie ein Vater ist und wie eine Mutter ist. Wie waren diese Prägungen? Bleiben wir mal bei dem Vater. Was hat ihn ausgezeichnet? Was hast du an ihm als Kind bewundert? Wie war er? Wo hast du ihn angehimmelt vielleicht? Und wo warst du gerne mit ihm zusammen? Gab es da irgendetwas, als du älter wurdest, was das zerbrochen hat? Ist er irgendwo schuldig an dir geworden? Oder ist er weiter auch geistig gewachsen und er ist heute noch ein Vorbild für dich? Das kann ja auch sein. Und vielleicht ist er auch schon längst gestorben und du denkst dennoch immer noch sehr, sehr gut an deinen Vater. Sei Gott von Herzen dankbar, wenn das bei dir so ist. Aber was hat dieser Mann in dein Leben hineingebracht? Was waren seine Werte? Was war ihm wichtig? Gab es Regeln in eurem Haus, in eurem Zusammensein damals, als du jung warst, die er ausgesprochen hat? Oder gab es unausgesprochene Regeln nach dem Motto, oh, wenn der Vater so und so geguckt hat oder wenn der Tonfall so und so war, dann wusste ich, jetzt ist Holland in Not. Was hat diesen Mann ausgezeichnet? Und das Gleiche kannst du auch auf deine Mutter übertragen, wenn es dir jetzt im Augenblick wichtiger ist, an dein Muttersein zu denken. Das ist ganz wichtig, denn diese Personen haben dich geprägt. Sie haben etwas in dich hineingelegt, an guten Dingen, vielleicht aber auch an nicht so guten Dingen. Wie ist man bei euch zu Hause umgegangen mit Wahrheit und Lüge? Wie ist man zu Hause bei euch umgegangen mit Ehrlichkeit? Also hat man Dinge ausgesprochen oder hat man sie immer nur so fühlen müssen? Hat man über Dinge geredet? Wurde über alles geredet bei euch oder wurde über so gut wie nichts geredet? Wurde es unter den Teppich gekehrt? Wie hat dein Vater, deine Mutter, wie haben sie sich zum Beispiel gestritten? Hast du das mitgekriegt? Und wie haben sie sich auch wieder versöhnt?
Das sind alles so Beispiele, wenn wir über Beziehungen nachdenken und wenn du lernen willst in deinen Beziehungen, in denen du lebst, dann hast du Prägung mitgekriegt und die sitzen ganz tief in dir. Dass Menschen dir gesagt haben, das ist wichtig oder das ist unwichtig. Da musst du hingucken und da brauchst du nicht hingucken. Darüber solltest du mal reden, zumindest nachdenken, oder da wurde nie drüber geredet. Das ist vielleicht ein Bereich, wo wir anfangen können, eben, weil wir wirklich unsere Prägung da abgekriegt haben. Und ich möchte dich einladen. Ich weiß, es ist Montagmorgen und vielleicht hättest du am liebsten jetzt eine kleine Streicheleinheit. Aber die habe ich dir am Anfang ja gegeben, dass du einen Geist der Kraft und der Liebe hast und der Disziplin. Also fangen wir mal an diesem Bereich an. Ich werde am Mittwoch weitermachen eben, dass du dir mal Gedanken machst, was ist in dir zu Hause wichtig gewesen. Und wenn du verheiratet bist und ihr zusammen diesen Podcast guckt, dass ihr euch mal darüber austauscht. Was war in meiner Ursprungsfamilie wichtig? Wie hat man geredet? Hat man geredet? Wie war die Kultur beim Essen zum Beispiel? Hat man schweigend alles eingenommen? Wurde über Gott und die Welt geredet? Wie hast du das so erlebt? Denn vieles von dem hast du übernommen, mehr oder weniger unbewusst. Und das sind Prägungen in dir. Und wenn wir der Sache auf die Spur kommen wollen, dass wir wachsen und dass wir unsere Beziehung so leben, dass wir darin wachsen und dass die Beziehungen immer tiefer werden und ehrlicher und transparenter, dann müssen wir hingucken, wo wir herkommen. Und das nicht als Entschuldigung und sagen, naja, so bin ich halt, sondern nur als eine Erklärung, da waren die ersten Prägungen. Und das muss ich wirklich mal ansprechen, beziehungsweise da muss ich mal rangehen. Also einige Fragen, ein bisschen an Arbeit und ich hoffe, dass du dich dem stellst. Und wir werden Mittwoch weitermachen bei dem Thema Herrschen im Leben in unseren Beziehungen. Gott segne dich beim Beantworten, beim Nachdenken und denk daran, du hast den Geist der Kraft, du hast den Geist der Liebe und du hast den Geist der Disziplin oder Besonnenheit. Gott segne dich.